Ach, da kannst du bestimmt auch hier so wechseln, ne? Siehst du? Ah, ah ja. Cool. Okay. Das ist gut. Darfst du noch nicht sterben. Ich hätte gerne mal Kontrollpunkt. Ne. Doch, kriegen wir bestimmt irgendwo einen, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist... Ich glaube jetzt mal ganz kurz lang, vielleicht finden wir irgendwo noch einen Kontrollpunkt. Das wäre schon echt cool. Oder hatten wir gerade einen Kontrollpunkt, als der letzte gestorben ist? Als der letzte Gegner gestorben ist, nicht, ne? Das ist eine Tür. Guck mal einmal, Blubberwassertür. Ich glaube, mehr sind es nicht. Ich glaube, das waren dann wirklich alle die beiden. Hier war der Doktor drin, das passt. Ist nur noch er. Achso, nee, hier war er schon. Okay, oh Gott. Ja, Leute, ich werde das bestimmt nicht schaffen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ihr habt ja gesehen, wie gut ich zählen kann. Welche? Wo kommen die denn nur her? Ich weiß es nicht. Hallo? Was ist denn das? Geh mir doch aus dem Weg. Nee, also ich kann das nicht. Tut mir leid. Der ist bestimmt da drüben in dem Haus noch drin. Ist noch einer. Du bist dran. Eieieiei. Ladebildschirm. Wir hatten jetzt noch. Wir haben jetzt nur noch die zwei da unten gehabt in dem Haus, wenn ich mich richtig irre. Wenn ich mich nicht komplett irre. Na, und hier drüben ist ja irgendwo noch einer. Und ich vermute nämlich, wenn du jetzt nochmal nach links gehst. Oh, das rechts ist, aber. Nee, ich muss mal heute eben kurz ausweichen da mit seiner Fackel. Dass da in dem Haus noch einer drin ist. Ja. Das ist gut möglich, ja. Jetzt will ich kurz die zwei ausschalten. Das Gute ist ja, dass man da weiß, dass die hier sind. Das wird doch nie was. Nö, das wird doch nicht was. Das bezweifle ich auch, ja. Der riecht dich. Uns geht's aber gut, ne? Es ist doch zu. Ja, es ist zum Mäusemelken. Gleich nochmal. Ja, also wir schaffen es heute vielleicht nach einer Stunde auch mal aus diesem Kapitel raus irgendwann. Bin ich noch kein Stück vorangekommen. Ah.
Oh, sorry. Das Elend. Das Elend. Das Elend. Einfach die Sache noch mal ein bisschen beschleunigen. Das war heute auch ein bisschen doof. Ich wollte diese Sache mal ein bisschen beschleunigen, ha? Ja. Meinst du, da kommt? Ja. Nur wo wird er wohl hingehen? Gar nicht, hat keinen Bock. Ist eher so ein Stubenhocker, glaube ich. Alles klar. So. Zwei. Könnte das daran liegen, dass wir die nicht verbrannt haben, dass sie zurückkommen? Dass die nicht verbrannten Gegner einfach wieder aufstehen? Na, guck mal, nee, guck mal, in dem einen Haus, es war nur noch einer, der wiedergekommen ist, oder? Ja. So, du sagst also jetzt hier, dem hier, da gegenüber, würde ich sagen, ist bestimmt noch einer dran. Alter Verwalter. Okay. Was war das denn? Der ist ja irgendwo runtergefallen. Aber warum? War das unser früheres Ich, das hier vom Turm gesprungen ist? Nein. Weil das ist das einzige Haus, in dem wir noch gar nicht dran waren. Hier gibt es auch nochmal solche Fallen, offensichtlich. Da ist auf jeden Fall einer. Der kommt gerade, siehst du das? Hallo KI? Ja. Ja, komm. Verreißt das Ding oder was? Ich verstehe das auch nicht. Ich kann den nicht mehr verbrennen. Ja, du hast keine Streichhölzer mehr, du hast alle aufgebraucht. Oh. Ist da noch einer davon? Hier war doch irgendwo noch eine Flasche gewesen. Da. Weißt du denn, wo die Wolzen runterkommen? Hast du das gesehen? Da hinten, da an der Treppe. Ah! Da ist noch einer. Oh, komm, ey! Jetzt. Zu spät. Komm nicht vorbei an diesem magischen Tisch. Das ist doch ein Witz.
ich glaube, sie läuft da auch nicht richtig lang denn gerade, ne? Fühl mich leicht verscheißert von diesem Spiel. Was soll ich tun? Ich kann sie jetzt nicht wegblastern. Gehen wir hoch und hoffen mal, dass da keiner ist. Yay! Yeah. Sorry, aber. Jetzt runter, sorry, aber jetzt runter! Was bist du denn? Sie können das gerne selbst probieren. Bitte! Die Zeit rennt! Wir müssen es unbedingt finden. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Überraschung. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Aha. Kommt die jetzt mit? Nein, ich glaube nicht, dass die hier reinkommt, oder? Als würde das so ein Cutscene-Raum ist sozusagen. Sorry, es regt mich gerade ein kleines bisschen auf. Und jetzt nimm den hier Vater und den. Ich muss den anderen. Oh. Lauf! Ach, du musst den anderen nehmen, oder was? Ja. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Yippie, yay, yay. Liebe Leute. Also das ist echt eine Tortur. Ja. Also oder wir machen irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Also ich will das jetzt ja nicht ausschließen. Vielleicht haben wir natürlich grundlegend die Idee des Spiels missverstanden. Das kann natürlich durchaus. Das kann durchaus sein. Aber ich probiere es einfach nochmal. Wenn es wieder jemand. Wir hatten einen Kontrollpunkt. Das heißt, die Gegner sind auf jeden Fall dauerhaft weg. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt Ruhe haben, um den hier schön in aller Seelenruhe beschießen Probier's. Zu können. Probier's. Du musst auch nicht immer sprinten bei ihnen, nur zur Info, weil, erst schlagen lassen. So blöd es auch klingt. Ah. Ja. Soll ich nochmal oder willst du es? Probier du mal nochmal, ansonsten probiere ich dann nochmal. Gut. Ich glaube, es wird mein letzter Versuch, dann brauche ich erstmal kurz. Dann Auszeit. Machen wir eine Pause, ja. Sind ja jetzt auch schon bei einer guten Stunde mit der Aufnahme. Ja, ein bisschen was rausgeschnitzelt noch. Ja, wird noch ein bisschen was rausgeschnitzelt. Es ist sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Aber? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die mögen das Elend anderer Leute und gucken da gerne mal zu. Aber der positive Nebeneffekt ist, es kam kein anderer Gegner mehr. Ja, das ist wohl wahr, ja.
Ja. Also viel mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht mehr ein, um ganz ehrlich zu sein, aber... Gut, so, nochmal. Jetzt aber wirklich. Traurig. Ja, das ist wirklich traurig, was wir hier gerade fabrizieren, aber es ist echt nicht einfach. Also, das ist weit entfernt von being einfach. Hast du jetzt davon von der Explosion was abbekommen oder was? Ja, er hat wieder nichts nachgeladen aus irgendwelchen Gründen. Es ist auch lächerlich, dass ich mich jetzt mit diesem Ding mehr verletze als ihn. Wir haben's nicht. Das nach den anderen Bolzen. Da den kannst du bestimmt nicht mit der Schleicherattacke. Oh Gott! Oh Gott! Wir haben es! Oh. Diese Freude. Wie besser kann auch Dark Souls der schwierigste Boss in NG plus 95 nicht sein? Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Ja, das kann ich mir vorstellen. 5000, das war der Minimalswert. So. Ich würde sagen, wir gehen noch zu dem Tor und machen. Genau, genau. Danach machen wir den Cut. Genau. So. Yay! Puh. Sensationell. Jetzt also es hat jetzt nur eine Stunde gedauert. Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. So. Wir haben es geschafft. Genau, wir speichern jetzt. Und machen einen Cut. Also... wir kriegen das hin. Wir lernen das noch. Ja. Ja. Also, ja. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis bald.